Endlich wieder Fußball gucken. Endlich wieder mitfiebern. Endlich wieder alles so wie früher. Doch so einfach ist das nicht. Die Kultfußballkneipe Andau. Hier haben früher Christian Heidel und Jürgen Klopp ihr Bier getrunken. Sie hat zumindest gestern einfach zu. Die Zeitungsente, noch so ein Fußballtempel. Offen, aber Achtung, alle Fernseher sind aus. Kein Pay-TV, kein Fußball. Da Sky sehr teuer ist mit 800 Euro im Monat, war klar, dass mit 10 Personen, die wir maximal drinne platzieren dürfen zurzeit, wir uns das so nicht mehr leisten können. Das 60s, Gott sei Dank. Dennis Bocchius hat die Klotze an. Der Wirt auf der großen Langgasse will seinen Gästen endlich wieder die 05er zeigen, nach so langer Zeit. Ich muss sagen, es fühlt sich gut an, dass wir nach ein paar Wochen endlich wieder loslegen dürfen. Und ich denke, wir haben es ganz gut getroffen. Die Leute waren die letzten Tage auch sehr, sehr anständig, haben sich gut an die Regeln gehalten. Alles in Ordnung. Die Kneipencrew hat vorgesorgt. Abstand halten ist Pflicht. Hygiene steht im Vordergrund, auch als der Ball rollt und die Mainzer schon nach 5 Minuten in Rückstand geraten. Ja, es ist Fußball, aber richtige Begeisterung sieht anders aus. Es fehlt was. Was fehlt? Ja, Stimmung. Geht nur ums Geld. Habt ihr Spaß? Wir sind halt Fans, ne? Wir sind lange genug dabei. Von daher können wir gar nicht anders, als auch unter solchen Umständen zu gucken. Es gibt sogar Zaungäste, aber keine Rudelbildung auf dem Bürgersteig. Alles gesittet. Und so kann Dennis Bocchius mal eine kurze Pause machen. So wie vor der Corona-Krise ist der Fußballnachmittag natürlich noch nicht. Aber es ist ein Anfang für den Altstadtwirt. Normal ist anders, sonst hätte ich gar nicht die Zeit, jetzt mit euch zu reden. Normalerweise wäre es natürlich dann extrem ein ganzes Stück voller. Aber erleichtert sie mir doch schon irgendwo, dass das Ganze wieder zum Laufen gekommen ist. Und doch, ich freue mich. Und die 05-Fans kommen am Ende auch auf ihre Kosten. Ein Punkt in Köln zum Restart der Bundesliga. Endlich mal wieder ausgelassen jubeln. Und dennoch bleibt die Skepsis, was die Geisterspiele angeht. Wir sind ja froh, dass mal wieder irgendwie was gekickt wird und so weiter, aber es ist trotzdem ganz was anderes. Ja, ich wäre lieber im Stadion, also wirklich. Das ist ähnlich wie eine Suppe ohne Salz. Schmeckt nicht jedem. Trotz reduzierten Sitzplatzzahlen, Dennis Bocchius kann damit leben. Wir hatten eine Auslastung von 88-90% von der Plätze. Die Mainzer haben nur einen Punkt geholt. Ich habe auch noch das richtige Ergebnis getippt, also ich auf ganzer Linie hochzufrieden. Fußball schauen in Corona-Zeiten. Nicht jedermanns Sache. Doch wer will, der kann. Und darauf kommt es an.